Gesa Krause, Leichtathletikstar, bringt Tochter Emilia zur Welt. Endlich hält sie ihren größten Gewinn in den Armen. Gesa Krause, 30, hat in der Nacht zum 30. April eine Tochter zur Welt gebracht. Und plötzlich bist du da und hast uns mitten ins Herz getroffen. Kommentiert die Sportlerin zwei zauberhafte Fotos, die sie mit ihrer kleinen und dem frisch gebackenen Papa Robert Blumentritt zeigen. Diese Form von Liebe ist einfach nicht in Worte zu fassen, schwärmt die Leichtathletin. Die 2016 und 2018 Europameisterin wurde. Willkommen Lola Emilia Krause, du bist das Beste, was uns je passiert ist. Anführungszeichen. Ihre Gefühle schäumen über, dabei hatte sich Gesa zuletzt während der Schwangerschaft noch einige Sorgen gemacht. Ich habe Ängste, wie es sportlich weitergeht, wie sich mein Körper verändert. Wie ich alles unter einen Hut kriege, offenbarte sie in einer Kolumne für web.de. Nun allerdings dürften die Bedenken längst zur Nebensache geworden sein. Und nicht nur Gesa und ihr Partner sind himmelhochjauchzend ob des kleinen Wunders, das ihr Leben von nun an bereichern wird. Oh Gott, Gesa! Wie toll, ihr habt es geschafft! Willkommen kleine Lola Emilia! Wünschen euch eine ganz tolle Kuschel- und Kennenlernzeit. Freut sich Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, 42, mit den Neueltern. Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch den glücklichen Eltern zum sonnigen Nachwuchs, gratuliert Moderator Kai Pflaume. 55, unter dem Post. Darunter reihen sich weitere, liebevolle Glückwünsche von FreundInnen, KollegInnen und Fans ein. Besser könnte das neue Leben zu dritt nicht starten. Verwendete Quelle, Instagram.com, web.de.